Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gear Time im Stonehenge. Wir haben heute zwei Neumann M582 hier. Beide mit einer M94 Nickelkapsel. Und wir wollen heute schauen, was hat es mit dem Mikrofon auf sich, was kann das, was macht das und was können wir dazu erzählen. Los geht's! Whitey! Timson. Da sind schon wieder Mikrofone. Was haben wir denn da heute schon wieder? Wir müssen ja schon wieder was anschaffen, ne? Was haben wir da? Das sind jetzt zwei Neumann Röhrenmikrofone, Kleinmembranmikrofone. Aha. Und zwar haben wir hier zweimal das M582, jeweils mit einer M94 Kapsel. Ja, dann zeigen wir doch mal das Mikro, oder? Zeigen wir mal das Mikro. Ja, das Stück der Begierde. Man sagt dazu den Verstärker, oder? Also solange da keine Kapsel draufgeschraubt ist. Man sagt das Objekt der Begierde. Ja, aber das nennt man auch den Verstärker, oder? Das ist das Verstärkerteil, genau. Richtig. Das es ist. Genau. Genau, die sind so konstruiert, dass man da verschiedenste Kapseln draufschrauben kann aus dieser M-Serie. Beispielsweise die M94, die wir auch hier haben. Oder die M70, mhm. M62. Ja, M62 ist die Variante für... das M582 gibt es auch ohne das Schraubgewinde hier. Stimmt, und davon haben wir nämlich auch eins da. Genau, da wird nämlich die Kapsel dann mit drei Schräubchen befestigt. Und das, okay. Das heißt, du kannst da nicht austauschen wie hier. Ah, okay, das heißt, die M62 ist keine Schraubkapsel. Nicht mit so einem Gewinde, richtig, okay. Ja. Aber ansonsten, dann gibt es noch, was gibt es noch? Es gibt zum Beispiel die UM70. Stimmt, genau, da ist dann die M7 drin. Da ist dann die M7 und es gibt auch die Variante mit der... M71, das ist dann auch die M7-Kapsel, aber die ist dann schaltbar. Aha. Bei der UM70 ist fest Niere. Okay. Und die M71 kannst du meines Wissens nach umschalten auf Niere, Kugel und 8 rein theoretisch, aber praktisch nicht, weil das Verstärkerteil da wohl nicht für ausgelegt ist. Mhm. Also das heißt, du kannst dich so umbauen, dass du dann eine M7 mit Kugel oder 8 betreiben kannst. Kugel oder Niere betreiben kannst. Schauen wir uns doch mal die Kapseln an, die guten. Auch in einer wunderschönen Schatulle. Das sind sie. Hier steht drauf RFT. Bei dir auch. Bei mir auch. Wir haben aber noch mehr M94 Kapseln. Genau. Hintergrund dazu ist, die sind ja, also manchmal steht da RFT drauf, manchmal steht da auch Neumann drauf. Richtig, ne? Ja. Genau. Ist ja alles drauf. Konglomerat. Also das ist letztendlich ein Neumann Gefell, beziehungsweise VEB Mikrofontechnik oder RFT Mikrofontechnik, Neumann Ost, wie man es auch mal nennen will. Ja. Und das ist so, in den 60ern wurde das gebaut, richtig? Ja, Anfang der 60er. Also meines Wissens nach auch noch zur Zeit, wo Georg Neumann noch selbst in Gefell öfters gewesen ist, der da mit dran teilgehabt hat. Deshalb wahrscheinlich auch diese Verwandtschaft klanglich zu dem legendären, wie heißt es nochmal? KM54? KM50 Mikrofon. Weil nämlich beide haben halt eine Nickelkapsel, das KM54, wie auch hier diese M94, die halt sehr leicht und dadurch sehr schnell sind. Mhm. Und die machen ganz, ganz markanten, ganz spezifischen Sound. Ja. Und wenn du dieses Mikrofon irgendwie an eine Gitarre oder ein Schlagzeug hängst, du hörst es und denkst, kenne ich. Ja, also ne, das muss man dazu sagen, im Internet steht das relativ oft, dass diese M94-Kapsel auf dem M582-Verstärker wirklich dem KM54, dem legendären, sehr, sehr ähnlich sein soll, obwohl es schaltungstechnisch eigentlich was ganz anderes ist. Was ganz anderes mit einer ganz anderen Röhre auch. Vor allem, genau, also im KM54 ist ja wieder die legendäre AC701 drin. Richtig. Und was ist hier drin? Hier ist so ähnlich oder genauso wie im CMV563 oder im UM57 von Neumann Ost, ist hier eine EC92 drin. Okay, ja, stimmt. Auch hier haben wir die mal wieder ausgetauscht gegen New Old Stock Telefunken. Hm? Ne, damit es ein bisschen brillanter, schöner, offener klingt, damit der eiserne Vorhang fällt. Genau, den hatten wir schon mal. Genau. Ja, genau. Hm? Wir haben das Mikrofon unter anderem an den Overheads getestet, am Schlagzeug. Willst du dazu mal kurz irgendwas berichten? Ja, also... wovon träumt man denn, wenn man ein Drum-Recording macht? Man denkt, ich hänge jetzt ein paar Overheads erstmal hin und da habe ich erstmal einen Drum-Sound. Ja, das sollte eigentlich mal die Basis sein, also für mich jedenfalls. Also nicht erstmal so, irgendwie, ich nehme jetzt nur ein paar Becken ab, sondern ich will erstmal ein Drumset insgesamt hören. Wir haben da mal ein Video zugedreht, in dem man das halt wunderbar hören kann. Ja, ganz am Anfang hört man nur diese beiden Mikrofone.
Und ich finde das schon erstaunlich. Du hast wirklich schon das ganze Set mit allem drum und dran. Also die Snare klingt wunderbar weich und rund. Ich liebe übrigens die Hi-Hat, die sich überträgt hier drüber. Stimmt, ja. Finde ich die, also sehr viel charmant, Silber. Ja. Und das ganze Ding ist sehr, sehr hochauflösend, finde ich. Mhm. Also Signale klingen unheimlich schnell und hochauflösend. Und dann schiebst du den Rest dann an Mikrofonen mit rein und das wird einfach größer und dicker, aber du behältst schon diesen Sound. Mhm. Zwischendurch hast du ja auch mal irgendwo einen Schnipsel gemacht, wo die dann weg sind, die Overheads. Dann merkt man, wie der ganze Sound so ein bisschen zusammenbricht. Ja, du hast das Close-Miking und so und du hast irgendwie Ride und Hi-Hat, aber irgendwas fehlt da tatsächlich. Dieser ganze Raum und diese Luft, die da drin ist. Ne? Man muss ja dazu sagen, Röhren-Kleinmembran-Mikrofone sind jetzt so nicht heutzutage nicht mehr so häufig vertreten. Also irgendwie bei Röhren-Großmembran, da werden heutzutage noch diverseste produziert von verschiedensten Herstellern. Es gibt ganz viele legendäre. Aber Röhren-Kleinmembran, da fallen mir jetzt erstmal spontan nur tatsächlich das KM54 ein und vielleicht noch Schöps. Und dann hört es eigentlich schon sogar auf, oder? Ja, natürlich gibt es natürlich von allen großen Firmen auch. Klar, aber... aber also Röhrentechnik ist schon wird immer seltener, ist richtig, ja. Auch Neumann selber hat ja nichts mehr Vergleichbares irgendwie an Röhrentechnik im Programm. Nein. Ja gut, aber sie haben ja noch andere Röhrenmikrofone, beispielsweise das U67 jetzt wieder aufgelegt und so weiter. Klar, aber keine kleinen Membrane. Mhm. Woran kann das liegen? Also wir haben die Teile ja gehört. Und das ist ein ganz anderer Film, als wenn man, sag ich jetzt mal, irgendwelche Standard-KMs oder so darüber hängt oder wenn man jetzt auch zum Beispiel im Vergleich mit KM74, also das macht einen so lebendigen Sound am Drum. Liegt das an der Röhre? Ja, und an der Nickelkapsel, ne? wie eben schon besprochen. Ne? Nein, du sagst ja, Nickelkapseln sind sehr schnell. Ja, genau. Eben deshalb so hochauflösend und zeichnen sehr fein die Obertöne ab. Und deshalb hörst du halt eine wunderschöne Hi-Hat schon über die Overheads, ne? Die ganz schön brillant mit ganz viel Silber klingen, ganz charmant. Das sind wirklich echt coole Mikrofone. Also ich muss sagen, man kann ja nochmal so einen kurzen Vergleich dazu ziehen, weil die sind ja oft auch irgendwie, werden dann im gleichen Atemzug genannt, wenn es um die M94-Kapseln oder generell diese M-Serien-Kapseln geht, mit den MV609 Sternchen, also 690, 91 und 92, die wir ja auch hier haben. Wenn du da mal kurz so einen Vergleich ziehen müsstest, was... Wo liegt der Unterschied? Also ich würde sagen, da warten wir mal ab, bis wir mal ein Video haben, wo man es hören kann. Mhm. Weil der Unterschied ist schon, man hört die Verwandtschaft und trotzdem ist es ein anderer Sound irgendwie. Und das zu beschreiben, ich glaube, da sollte man hören. Mhm. Und mal wieder bei uns reinschauen. das ist richtig. Ja, ob das Video dann irgendwann online ist, weil gedreht haben wir ja schon ein bisschen was sogar. Genau, tatsächlich gedreht haben wir dazu schon was. Da wird demnächst auch noch tatsächlich ein großer Overhead-Vergleichstest kommen mit verschiedensten Kleinmembranen. Also unter anderem auch nochmal denen, dass man die im Vergleich hören kann. Okay. Ich bin gespannt. Ich auch. Was kann man sonst noch zu... Gibt es noch irgendwas zu den Mikros zu sagen, was wirklich wichtig ist? Also man findet im Netz relativ wenig Infos darüber. Also wir haben ja, wenn man zum Beispiel so ein CMV 563 Video dreht, dann ist das sehr leicht, weil es gibt unzählige Informationen, super viele Quellen. Und hier findet man auf Anhieb nicht mal mehr irgendwie die Schaltpläne dazu. Also die kann man irgendwie anfragen über irgendwelche Radio-Museenseiten. Aber so Informationen dann eher in Foren und dann selber Erfahrungsberichte... Warum? Also das Mikrofon soll ja relativ verbreitet gewesen sein damals. Warum ist das nicht mehr existent? Also wir hatten selber ja lange Zeit nicht auf dem Schirm. Wir sind vor ein paar Jahren erst darauf gekommen, dass es das gibt. Haben es vorher nie gehört. Haben es dann ausprobiert und haben gedacht, wow, was passiert hier? Vor allem mit der M94-Kapsel. Wie kann das sein, dass das so lange uns vorbeigegangen ist, oder? Ja, verstehe ich auch nicht. Also keine Idee dazu. Diese Mikrofone sind nämlich wirklich... also wenn du guckst, was ein KM54, KM254, KM256 oder ähnliches von Neumann, was sie gebraucht kosten. Da ist man weit im vierstelligen Bereich. Genau, und das ist halt eine Alternative dazu. Ich hätte was gesagt, fürs Home Recording sogar schon bezahlbar, ne? Also ich meine, davon braucht man, wenn man zum Beispiel Akustikgitarre oder was aufnimmt, dann braucht man davon eins, das hängt man davor und dann hat man Ruhe. Wir haben ja auch ein Vergleichsvideo gemacht, was demnächst online geht, von dem M582, also von dem hier mit einem M692 an der Akustikgitarre. Beide mit M94 drauf. Beide mit M94 Nickelkapseln drauf. Ja, also wirklich, ich will hier keine Kaufempfehlung aussprechen, aber das ist ein super geiles Mikro zu einem Preis, der, ja, braucht man gar nicht drüber reden. Ja, wie ich mal im Forum gelesen habe, das hängst du an die Akustikgitarre und du hörst den Sound, den du kennst. Geil. Fertig, musst du gar nicht mehr viel machen. Traumhaft schön. Ja, man kennt das ja von vielen Kleinmembran-Mikros bei der Akustikgitarre. Das klingt im ersten Moment, wo du den Fader hochziehst, so okay, cool, ne? Aber dann fängst du an, so ein bisschen rum zu EQen und dann sagst du, oh ja, vielleicht muss ich dann doch noch irgendwie ein Großmembran dahinstellen oder wechselst dann ab. Und bei dem Mikro war es so,
Okay, das ist der Sound. Passt, mehr, genau. Mehr braucht man eigentlich gar nicht. Ja, und es hat immer die Frage auch, wie verhält sich der Sound im Gesamtklangbild? Bei einer Popnummer nutzt mich ja nichts, wenn ich irgendwie eine Akustikgitarre habe, die total geil für sich klingt, aber im gesamten Klangbild nachher irgendwie abrutscht und irgendwie, dann fängst du an rumzuschrauben, wo habe ich eine Frequenz, um das Mikrofon nach vorne zu bringen. Hier machst du ein bisschen Kompression drauf, wupp, ist da und das hat halt den Sound, den du kennst. Ja. Also was die damals gebaut haben, ich... Ja gut, das war ja so in der Übergangszeit, ne, wo Georg Neumann noch in den Osten oft drüber gegangen ist, in das Werk in Gefell. Es gab ja, nach dem Krieg gab es ja zweimal Neumann, ne? Neumann West und Neumann Ost und der ist dann hin und her getingelt und soweit ich weiß, hat der auch mit dran noch hier rumentwickelt. Ja. Aber auch dazu wissen wir natürlich nichts 100% genaues, es gibt kaum Aufzeichnungen darüber. Höchstens Georg selber würde es uns sagen können, aber der ist ja nicht mehr. Wie gesagt, super geiles Mikrofon. Davon sollte es definitiv mal ein Ratio geben, weil das wäre definitiv, das wäre, ich meine, die EC92 gibt es auch noch als Röhre? Nö. Gibt es nicht mehr? Nö. Ja, aber es gibt, sagen wir mal anders, es gibt noch ein ausreichendes Kontingent am Markt davon. Ja, also sagen wir mal so, also es gibt ja auch von Gefell das CMV 563 in der Neuauflage und die sind dann auf eine EF 86 gegangen, Röhre, die verbauen, also keine EC 92 mehr. Mhm. Und die EF 86 ist vielleicht sogar die geschicktere Variante, das ist die Röhre, die uns zum Beispiel auch im U67 schafft. Okay. Mhm. Ja gut, könnte tatsächlich auch mal ein Versuch sein. Also vielleicht, wenn da jemand das hört, macht euch mal darüber Gedanken. Das wäre tatsächlich eine gute Idee. Ja. Ja, Tim. Super, vielen Dank. Das war's für heute, ne? Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.